Liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute ist das Go-Fest. Ich bin natürlich heute da. Also jetzt Samstag natürlich. Wo ich jetzt aufnehme, ist Freitags. Ich sage aber schon heute, weil ich morgen da bin. Für euch ist es dann auch heute. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach Abo dalassen und Like dalassen. Wäre perfekt. Wir spielen heute nochmal Tektas ein letztes Mal. Und ja, ich habe die Attacken gewechselt auf einen guten Rat von meinem lieben Kollegen Garados in der Hose. Der sagte, ja, Zornklinge, Wasserdüse und Aiochass könnten gut sein. Gegen Unlicht-Pokémon und Psycho-Pokémon habe ich eh die anderen beiden Unlicht-Pokémon. Das heißt, Wasserdüse kann ich da gut drauf spielen jetzt. Ist auch nicht die stärkste Attacke leider. Und Aiochass halt auch gut gegen Pflanzen-Pokémon. Mal gucken. Wobei, ja, mir persönlich gefällt auf Tektas Kaskade, glaube ich, besser. Alles nur mein Empfinden. So, Lakenpool ist der Gegner, der erste. Oh, und jetzt hätte ich gerne Kreuzschere. So. Oh, das macht ja nicht zu viel, ne? Problem ist, wenn das jetzt ein Double Charm Team ist, habe ich das verloren. Und ich bräuchte eigentlich die Führung hier. Hat schon die Attacke leider. Ja, wenn das Doppelscham ist, dann ist es verloren. Wir gehen hier auch nur auf Knirscher. Und bei meinem Glück wird es Doppelscham sein, ne? Nein, das ist Fiara, okay. Okay. Erste Nitro-Ladung muss ich nicht schilden. Das tankt meinen Aerokex ganz gut. Und der schildert einfach nicht. Okay. Ich werde aber schilden. Ich werde hier schilden. So. Ja, ich werde das auch schön. Er geht sogar noch auf Schmarotzer, ja. Aber irgendwann muss er auch schilden, ne? Ja, Irokex ist weg. Oder auch nicht? Ja, dann behalte ich mir das noch. Ich gehe hier jetzt erstmal nur noch auf Knirscher. Oh, jetzt macht meine Anlage wieder Blödsinn. Moment, die stelle ich mal kurz auf. Ist aus. Die spinne im Moment ein bisschen rum. Zuflucht 1, ja. Knirscher kommt. Verteidigungssenkung sind wichtig. Schmarotzer könnte jetzt theoretisch reichen.
Reicht auch leider. Oh, perfekt. Durch die Verteidigungssenkung habe ich den Kampf jetzt gewonnen. Also muss ich zugeben, das war wahrscheinlich nur dank den Senkungen. Beziehungsweise den Steigerungshieb hätte ich jetzt eben auch noch erreicht. Ja, weiß ich nicht, ob das dann gereicht hätte. Aber die Verteidigungssenkungen haben einen großen Teil beigetragen. Ja. Er hatte zwei Schilde, da hat nur auch wirklich, auch wenn Knirscher resistiert ist, nur Knirscher Sinn ergeben. Okay, das ist eine gute Führung. Ja, ich muss nur vor Steinhagel aufpassen, ne? Relaxo, ja. Muss mal gucken, wie ich das hier ausspiele. Auf jeden Fall mit dem Schild. Er geht nur auf Body Slam, okay. Ja, schön, ich trotzdem auch. Ach, er geht nur auf Body Slam, ne? Ätzend. Ja, jetzt wird es schwieriger, ne? Wobei, er muss eigentlich hier gleich einsetzen, oder? Ja, er muss hier eigentlich einsetzen. Oh, schade. Überlebe ich da einen? Ich hoffe es. Er geht auf Kreuz. Why? Ah, ich glaube, das kann ich nicht mehr gewinnen, oder? Ich habe zwar hier die Wasserdüse. Ah, das Vieh macht so Schaden gerade. Ich hoffe, Pion Draghi kann das tanken. Ah, er wird noch einen Kreuzhieb haben, bestimmt. Steinkante. Au. Nee. Ich komme leider nicht zu zwei Attacken. Dann wird der Kampf leider verloren sein. Schade. Aber warum musst du noch einen Stolos finden? Okay, er überlebt das eh noch leider. Schade. Ah, die Stolos finden, ne? Das war nervig. Oh, da. Ja, da hätte ich hier Irokex dann gebraucht. Irokex wäre durch das Fieder durchgefegt, wäre besser als gegen Relaxo gewesen. Ja. Relaxo hat nur geködert. Vielleicht hat er auch keinen Kraftfluss. Vielleicht hat er ja auch Erdbeben oder so drauf. Kann ja auch sein. Ja, ärgerlich. Ja, bei Relaxo gehe ich jetzt in Zukunft Pion Draghi rein. So. Er ist kein Krypto. Was Gutes. Wir holen uns erstmal richtig viel Energie. Eisschwer macht fast nichts. Erdbeben auch nicht. Jo, mach mal. So. Nummer 1. Ah, das macht auch nicht viel. Das macht leider auch nicht so viel. Ja, hätte Tektas bessere Ladeattacken, ne? Hätte Tektas bessere Ladeattacken.
Nächsten muss er auch noch nicht mal schäden. Ja, das ist in Ordnung. Lass mal durch. Ich denke, da kann ich mit Peon 3 gut farmen noch. Geht doch noch ein Speer hin? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Aber das dürfte kein Erdbeben sein. Eissperr nehme ich noch. Auch wenn es weh tut. Nidoqueen, ja, das sehe ich hier lieber hier gerne. Knösche 1 kommt. Das Problem ist, er kann halt auch immer auf Giftzahn gehen, ne? Okay, hat Steinkante, interessant. Normalerweise gewinnt er nicht den Ladeattackenleerstand. Okay, jetzt kommt Giftzahn. Okay, Steinkante, Giftzahn, interessant. Bitte keine Fee hinten. Okay, er schildert. Er schildert. Vielleicht will er auch kein Unlicht-Pokémon sehen. Och, nee. Ja, danke. War klar, war irgendwo klar, dass er eine eklige, heftige Fee ist. Ich mag Feen-Pokémon einfach nicht. Ich mag die nicht, die sind overpowered. Grad Charmer. Naja, gehen wir in den nächsten Kampf. Ja, Tektas gefällt mir echt nicht so gut. Ich resistiere alles von Valreiser und krieg die Führung trotzdem nicht. Ohne zu schäden. Obwohl ich neutrale Attacken eingesetzt habe. Ja, das ist doof. Weil halt die Ladeattacken schlecht sind von Tektas. Mal sehen, ob der Kampf jetzt hier zustande kommt. Sieht aber nicht nach aus, war klar. So, Kampf beginnt. So, ja, Irokex sollte hier okay sein. Ich habe Iowa Ass, ich habe Zornklinge. Ich gehe hier rein. Werde die Attacke erst nicht schilden, definitiv. Matschbombe. Okay, die zweite brauche ich auch noch nicht schilden. Ja, die brauche ich auch noch nicht schilden. Schade, dass mein Irokex jetzt dafür weg ist. Ich hätte auch in mein eigenes Pion Draghi gehen können. Aber was soll's. Ah, ich kann ihn noch nicht mal runterfahren, wa? Naja, das ist mir aber nicht wert. Okay, komischer Wechsel. Ah, okay, ich gehe in Tektos. Schmarotzer muss ich nicht schäden. Ja, das tut dir weh. Und jetzt brauche ich eigentlich nur auf die Wasserdüse gehen. Mhm.
Wasserdüse kommt. Irokex ist weg. Danke für die Fahrmöglichkeit. Oh, ist mein Vieh jetzt weg? Nee, dürfte nicht weg sein. Ah doch, ist weg. Okay, jetzt wird's knifflig, Leute. Eigentlich habe ich abgefangen, danke. Ja, schon nervig, schon nervig. Ja, ihr habt natürlich jetzt falsch gemacht. Ja, somit habe ich das leider hergeschmissen. Eigentlich hatte ich ja auch beim ersten Mal schon abgefangen. Das regt mich jetzt so ein bisschen auf. Oh, jetzt geht er natürlich auf Sturzflug oder was? Als ob. Als ob er genau jetzt in Sturzflug geht. Nee, Tektas gefällt mir gerade überhaupt nicht. Den Kampf hätte ich gewinnen müssen. Leider habe ich die zweite Wasserdüse nicht rausgekriegt. Na, hätte ich die zweite Wasserdüse noch rausgekriegt, dann hätte ich das gewonnen. So. Ja, Apokalypsen. Ich gleich im Pionerei. Das sieht gar nicht hier so schlimm aus. Ja, Kreuzig tut zwar weh. Na, das wird er hier ohne Schild nicht verlassen. Ja. Den müsste ich noch tanken können, ja. Oh, natürlich kommt die Attacke noch rein. Ach, Mann. Ich hasse es. Ja, und die nimmt mich leider raus. Ja, hier brauche ich nichts schilden, hier kann ich runterfahren. Nachthieb tut jetzt hier nicht so weh. Aber es nervt mich halt ein bisschen, ne? Natürlich hat er den Boost gekriegt, ne? So, immer so. Barrikadax kriegt grundsätzlich den Boost. Ja, dann machen wir hier die Attacke einmal. Gehen hier rüber. Würde mich jetzt nicht wundern, dass vielleicht eine Fee eingetrudelt kommt. Bei meinem Glück. Das lassen wir erstmal durch. So, wahrscheinlich eben Blubstrei, ja. Oh, falsche Attacke. Ich habe mich verklickt. Ja, das war selber schuld gerade, dass ich mich verklickt habe. Blubstrahl kommt mal wieder. Und so mit schafft er noch ein.
mal, was da kommt. Wir versuchen mal es zu snipen. Ja, er kann runterfahren. Zur Wasserdüse komme ich nicht mehr, leider. Ja, was soll ich machen? Ja, jetzt natürlich Spukball, ja klar. Ja, das ist verloren. Spukball hätte ich jetzt chillen müssen. Aber es ist nicht mein Tag heute. Es ist einfach nicht mein Tag. Hätte ich diese eine Matschbombe noch geschafft, ne? Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass er die erste gleich schildert. Ich gehe mit zwei Schönen drauf. Happy Birthday! So, mal sehen, ob es im zweiten Set jetzt besser läuft. Mal sehen, ob es im zweiten Set jetzt besser läuft. So, und ab dafür. Mosselichtus. Scherox, ja, das ist in Ordnung. Wir sind beide nicht sehr effektiv gegeneinander. Dein Nachthieb tut schon ein bisschen weh wahrscheinlich. Ja. Was halt so kommt, wird auch nicht so viel Schaden machen, leider. Oh doch, ja, hier geht's. Ja, ich kann mir die Führung holen, wenn ich will. Oh, nein, ich bin ins falsche Pokémon gegangen. Ich hätte den Pionragi muss, ich Depp. Ein Aeroass, denke ich aber. Okay, ist eh nur die Wasserdüse. Aber trotzdem, Pionragi wäre hier besser gewesen. Okay, er schildert gleich. Ja, Attacke kommt durch. Ja, da muss ich auf Pionragi hoffen. Okay, Kreuzscherater noch. Wenn es gewinnt, den Ladeattacken leider schon was Gutes. Seins ist weg. Ja, er kann runterfahren. Ja, ich gehe für die Extra-Attacke. Ich glaube nicht, dass ich das noch gewinne. Okay, er geht nur für Nachthieb. Ja, das wird auch nur ein Nachthieb hier sein, ne? Okay, er geht nicht raus. Er schildert aber auch nicht, okay. Okay, vorher rum. Ja, ich glaube, das ist verloren, leider. Zum Glück im Gleichstand. Wird er die erste schon schilden?
Nein, tut er nicht. Okay. Komme ich vor ihm zum zweiten Knirscher? Muss auf Verteidigungsdenken hoffen. Perfekt. Nein, er kommt eher zur Attacke, leider. Och Mann. Genau jetzt hätte ich nämlich Iroklex gebraucht. Ich ärgere mich so schwarz. Ich hätte das gewonnen, wenn ich in Pion Draghi gegen Tekdas gegangen wäre. Einfach auf Knirscher spammen. Und gut wäre gewesen. Oh, ich wäre mit Iroklex zum Schluss so schön durchgemarschiert. Okay, wenigstens ist das nervige Grandbull hier vorne. Nicht wo Iroklex ist. Ah, doch, Kaskade ist definitiv besser. Da habe ich viel mehr Druck. Gegen Feen-Pokémon. Wasserdüse kommt, ja. Einmal müsste ich noch mal schaffen, oder? Nein, schaffe ich nicht. Ich schäle aber einmal. Ich einmal das doch noch schaffe. Entweder Schild oder sein Vieh ist weg. Okay. Dann gehen wir hier in Pion 3, ne? Können wir runterfahren? Natürlich nicht. Dann muss ich schilden einmal und runterfahren. Ich krieg natürlich die Senkung. Yippie-yay. Ätzend. Ätzend. Oh komm, bitte zwei Unlicht-Pokémon oder so. Nein, das ist nicht Unlicht. Nummer 1. Und jetzt in Iroquex. Weil mit Shit habe ich gerechnet. So, du kannst nur auf Nassschweif gehen, ne? Jo, Nassschweif kommt. Deoxys. Deoxys ist doof. Wie viel macht ein Einschmarotzer gegen Deoxys? Wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, oder? Nein. Das ist natürlich ärgerlich. Er kann runterfahren wahrscheinlich. Jupp. Oder komme ich noch zum Steigungs... Ah, er setzt ein, das ist perfekt. Wobei, ist das perfekt? Ah ja, er hat Steinhagel. Nee, das habe ich verloren. Auch ärgerlich, Mensch. Ja. Ich hätte runterfahren müssen. Ja. Schade. Nee, Tech, das ist überhaupt nicht gut mit Zornklinge. Da fehlt der Sofortattackendruck. Und mit Kaskade komme ich auch noch zur Energie. Nee, das gefällt mir nicht. Da verliere ich mittlerweile mehr, als ich gewinne. Jo, wir wissen, denn das verliere ich hier. Okay, das sieht schon besser aus. Auf Erdkräfte kann er nicht gehen. Oder hat er Steinkante? Aber wenn, kann er die Steinkante auch hier einsetzen. So, nächste Wasserdüse. Entweder Schild oder sein Vieh ist weg.
Und ich glaube, er muss nochmal Giftzahn einsetzen. Nee, doch nicht. Er kann runterfahren, oder? Ja, er kann leider runterfahren. Schade. Gehen wir hier rein. Ich weiß, ich schütte wahrscheinlich eh den Giftzahn, aber egal. Ja, war so klar. Ja, ich schütte auch gegebenenfalls zweimal. Seit wann gewinnt Nidoqueen gegen Pion 3 den Gleichstand? Normalerweise eigentlich nicht. Weiß nicht, manchmal ist das echt komisches Spiel. So. Was kommt jetzt rein? Ballreihe sein. Mach mal hier erstmal die Attacke. Und wechseln rüber. Und hoffen, dass wir das meistern. Okay, er hat eh schon eine Attacke, danke. Für nichts. Okay, mein Pionari ist einfach weg. Oh, X-Bot. Ich krieg heute nur Hardkonter, ne? Nur Hardkonter. Es kotzt mich gerade so an. Ja, kann. Er geht auf Spuckball. Ja, disrespektmäßig, ne? Weil ich das eh nicht mehr gewinnen kann. Ja, sogar ein zweiter Schmarotzer macht nicht genug. Den brauche auch noch nicht mal zu schillen. Also Leute, spielt Tech das nicht mit dieser Art. Mit Zornklinge. Das ist so schlecht. Oh, wirklich schlecht. Also, läuft gerade echt nicht gut. Ja, schon ein negatives Set. Also, nee, ich bin überhaupt nicht begeistert. Ich hoffe, Tektas kriegt ein C-Day, wo es eine vernünftige Ladeattacke kriegt. Weil auch das hier hole ich mir nicht. Okay, ich kann hier rein. Werd hier nichts schäden. Okay, er hat nur Psychokinese, perfekt. Und wenn ich mich jetzt einmal steigern. Und jetzt runterfahren. Und so kriege ich trotzdem ein bisschen Schaden auf Filinare. Ja. Baller alles drauf, was du hast. Ist mir egal. Ja, Einschauen kam durch. Aber das macht ja nothing. Das macht ja echt nichts. Ja, jetzt sieht es für Tektas besser aus, ne? Jupp. Ich hätte definitiv drin bleiben, Irokex vielleicht nochmal rauswechseln sollen. Eisbär kommt, ja, ist in Ordnung. Ich habe zum Glück diesmal Vorteil.
Muss hoffen, dass er irgendwie schillt mal. So, Ayoras kommt. Er wird aber eh seinen ekelhaften Charme schön wetten. Oh, das wird noch so eklig gleich. Ich habe nur Hoffnung, wenn er jetzt hier noch einen Shit verwendet. Okay, perfekt, ich Yuga. Ich kann farmen. Ja, er sieht's ein. Sein Fehler war es jetzt zu schilden. Ich hätte nur noch auf Knirscher gehen müssen. Das war doch jetzt mal perfekt. Ich verstehe auch nicht, warum er gegen Tektas bei Felinara ausgegangen ist. Das hätte er gewonnen. Oh, das ist gut, das ist gut. Du hast nichts Effektives, gar nichts gegen mich. Und ich habe Aeoras, ne? Ja, mach, was auch immer du hast. Das ist mir egal. Siedewasser, ja, okay. Hier fahre ich die Wasserdüse. Halte ich das aus? Ja. Nächste Wasserdüse kommt. Ich gehe rüber. Wird einmal schilden und runterfahren. Sturzflug war klar. Jetzt kommt wahrscheinlich Kwaporinski. Nee, das Viech. Das ist aber auch noch in Ordnung, ne? Schaffen wir es, die Attacke vielleicht auf Tektas abzufangen. Wir versuchen es jetzt. Ja, er setzt aber zumindest ein, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir gehen wieder hier rein. Und gehen nur auf Knirscher. Wir brauchen nur hier Damage drauf. Sehr schön. Leider keine Senkung. Ja, lassen wir durch. Siedewasser kommt, ja, das ist egal. Hier kann ich eine Attacke auf jeden Fall tanken. Ja, er hat den Wuchtschlag. Au. Perfekt, ich konnte runterfahren. Das kann er nicht mehr gewinnen. Ja, ich steigere mich jetzt. Und ich bin gleich vor dem dritten Steuerungssieb. Ich muss nur einmal schilden. Beziehungsweise noch nie mal. Jetzt kommt nämlich der dritte Steuerungssieb.
Ja, wären die Kämpfe immer jetzt so gelaufen, ne? Das wäre perfekt gewesen. Aber es sollte nicht sein. Leider. Aber okay. Schade. Aber wir sagen jetzt auch auf Wiedersehen, Tektas. Naja, für die Folge soll es das jetzt auch gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.